Herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind wieder bei einem weiteren Teil der Masked Games. So, und da ist er. Krug. Ich glaube, auf dem 3DO, ganz legendär. Und ja, man muss es kennen, irgendwo. Was gibt's hier für Options? Oh, Music und Sound on, ja. Der Rhythm im Lodge stellt keine Frage. Nicht 3DO? Nee, es war Gex, ne? Gex war 3DO. Egal. Zu Gex kommen wir auch noch. Da war das Gex. Deswegen ist das schön, dass man das live macht. Nicht nur, dass man... Was ist das denn? Krog auf Speed? Okay, das nenne ich mal... Das ist nicht vorgespult übrigens. Das nenne ich schnell. Da ich ja weiß, welche Sonic-Version wir machen, weiß ich, die wird nicht so schnell. Wieso sammelt Krog ein B ein? Wahrscheinlich für Bonus, ja? Boah, das ist so schnell, dass das nicht wirklich spielbar ist, wenn ich das mal so kritisch sagen darf. Aber sonst die Aufmachung geht. Musik dudelt auch völlig in Ordnung. Darum für ein Game Boy Color Game geht das in Ordnung. Ich meine, immerhin muss man sagen, das hat flüssiges Scrolling. Da soll es ja Spiele geben, die das nicht so hinkriegen. Ich darf ihn nicht kaputt machen? Warum nicht? Dann halt nicht. Dann kann ich das doch kaputt machen, doch. Ruhe. Wollte doch sagen. Also, das lasse ich mir noch nicht bieten. Aber schließlich auch Biggest Open World und so. Ist geil, wenn ihr das so seht, ne, dann wird euch super schwindelig, ey. Wirklich, ne? Also hin und her wetzt. Ich kann ihn nicht eliminieren. Uah! Uah! Das ist ja schon... Wieder hoch, doch komme ich. Ich brauche noch einen Buchstaben, dann ist das höchstwahrscheinlich Bonus. Ja, ich habe auch beim Glücksrad aufgepasst. Ich kannte Marins Gilzer ganze 26 Buchstaben. Aber geht. Geben. Das geht aber wirklich in Ordnung. So, mit Sicherheit so. Jetzt komme ich an die Sache mit Sicherheit nicht mehr dran.
Na? Okay, ist noch nicht Bonus. Okay, den kann man einsammeln. Also wie meiner, guck. So, und weg mit der Biene. Denn stirbt erst die Biene, dann ist man am Ende des Levels und so. Zitat von Bug Bumble. Okay, da ist nix. Hey! Alter! Du bist aber jetzt ein ganz hartnäckiger, oder was? Aha, man kann auch nach unten gucken. Ja, okay. Okay, dann ist das sogar einigermaßen fair. Ja. Man könnte jetzt auch das, davon ausgehen, was aussieht wie Lava, ist meistens auch Lava. Oh. Jawoll. Bonus! Sag mal, habt ihr einen Tee? Ihr wisst schon, dass ich das überhaupt nicht kann. Achso, ja. Passt doch. Boah, wenn ich das so hinkriege, dann war es definitiv einfach. Ja. Aber das Scrolling ist super flüssig. Die Animationen gehen in Ordnung. Oh, jetzt sind wir im Halloween-Level oder was? Dahin. Okay. Okay. Auf der PlayStation war das natürlich ein typischer 3D-Plattformer. Aber geht noch. Tja, ich würde sagen, kann man machen. Haben wir in unserem Leben schon sicherlich Schlechteres gesehen. Das ist Krog auf dem Game Boy Color. Geht in Ordnung, denke ich. Ja. Dann seid gespannt. Bald geht es weiter mit mehr Masked Games. Ich bin euer Mr. Lennon 1970. Wenn ihr Spaß habt, abonnieren, kommentieren und die Glocke drücken und ja. Ihr wisst schon, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.